Welcher Trottel von meinem Kollegen macht Bungee Jumping? Einfach Lippenspritzen, ja? Ist die Antwort ja? Ich hol dich ab, ja Leute, ich liebe dich, mein Schatzi. Deswegen, ich dachte, ey, okay, du wirst das 100% geschmacken, deswegen. Ja, aber ich. Was machst du da? Muss ich direkt schon hier stehen? Nein! Ich will nicht! Ich will nicht! Wenn du das schaffst, Führer, ich geb dir einen Döner aus. Was für ein Ich kann nicht! Juan, hör mir jetzt zu. Es geht um eine G-Klasse. Bist du bereit? Schaffst du das? Du schaffst das. Mach, du schaffst das! Ich schaff das! Rein, Leute! Nein! So, Freunde, ich bin jetzt auf jeden Fall hier gerade am Bahnhof. Ich hole jetzt auf jeden Fall den Bruder ab. Der heißt sogar Sammy. Der heißt genauso wie ich und genauso stark wird er auch sein. Ich sag euch, Freunde, ne? Es wird tak, tak, tak gehen. Ich sag dir, ich hole die G-Klasse. Ich warte jetzt auf den Sammy und ja, dann sehen wir uns gleich. Was geht? Ich fasse doch. Nein, nein, Bruder, billig hast du. Hör doch auf. Nein, geh mal weg. Guck mal, das, weißt du, wie man sowas nennt? Wie nennt man das? Brüderliche Zusammenhalt. Das heißt, ich helfe dir. Lippenspritzen bedeutet brüderlicher Zusammenhalt. Ja, klar. Also, ich sag mal so, ne? Also, wenn es mir schlecht geht, hilfst du natürlich. Und wenn es dir schlecht geht, helfe ich. Zusammenhalt. Bruder, ich will heiraten, Bruder. Ja. Stell dir mal vor, mein Schwiegervater, der werde ich umbringen, Bruder. Was mache ich dann? Das Video löschen. Wir machen das schon. Du bist ein Mann, ich bin ein Mann und wir schaffen das. Geh mal voraus, komm. Bruder, ich bin zusammen mit dem Mann mit Bart, Bruder. Guck, wo ich aussehe, Bruder, mit deinem fetten Lippen, weil du denkst, ich bin Karl Glöckner, Alter, ja? Ja, komm, jetzt machen wir die Kiste an. Die ja. Warten schon auf uns, ne? Ja, der Wagen geht auch nicht an. Dein Super. Glück. Einfach gechillt sein, relax dich. Wir machen das zusammen. Und wenn ich die G-Klasse habe, dann hole ich dich natürlich mit ab. Und dann macht ich Spaß. Ich schlafe in dieser G-Klasse drinnen 2 Tage lang. Ich gehe nicht nach Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Und die G-Klasse gehört dir. So. Auf damit, Alter. Oh, du brauchst doch nicht angespannt zu sein. Komm, hier. Nee, ich glaube, du bist da lang, oder? Nee, hier, komm. Kommst du mit Lippenspritzen? Klar. Nein? Jetzt wirklich Spaß nicht. Beiseite. Ne? Ich bin jetzt wirklich. Du bist ja mein Teampartner. Ich versuche ganz halt, dich hier ein bisschen fertig zu machen. Fertig aber zu machen. Aber wir schaffen das zusammen, weißt du? Wir machen das schon. Wenn mein Vater das sieht, du holst mir ein Ticket, ich bin weg. Ja? Sofort, aber ja. One way, Bruder. Mir siehst du nie wieder mehr. Motiviert. Guck mal, die winken schon. Hi. Die winken schon. Hi. Hier, zeig doch mal. Ja, oder? Guck mal, die haben alle Motivation. Oder hör auf, Alter. Ach komm. So, die Tür schon auf. Reinspazieren. Komm. Mach doch nicht. Hallo. Hi. Hi. Der traut sich irgendwie nicht. Wie lange hält sowas? Wie lange hält sowas? Ein Jahr, anderthalb Jahre. Willst du was? Was bist du für Land? Du bist Iraner, ne? Ich bin Iraner. Ara. Du hättest schon Freunde gefunden, das ist schon mal gut. Ich muss nach Irak fliegen. Ja. Im September, ich werde mich da verloben. Ja, aber da. Wenn ich komme mit so vielen Schnitten. Bruder, mein Schwiegervater, nicht meine Frau, mein Schwiegervater, mein Vater, alle sind da, Bruder. Ich kann nicht mehr, Ola. Ich kriege so viele Lippen, Bruder. Ola. Guck mich mal an, Bruder. Ich bin 2 Meter aus der Krone, Bruder, Kurt und so viel. Ja. Das wird nicht stehen, mach dir keinen Kopf. Sag mal bitte, eine Minute, eine einzige Minute haben wir die Reise. Guck mal, Bruder, mal zu. Ara, bitte. Pardon, ja. Lass mich mal wissen. Komm, ich bei ihm raus, Bruder. Bitte. Das ist männlich. Ja, es gibt auch männliche Lippen. Männliche Lippen? Männliche Lippen. Warte mal. Doch, es kommen auch viele Männer, die auch gerne ein bisschen mehr Wohnungen haben wollen. Bei männlichen Lippen geht es auch an den Anders aus. Es ist nicht eine weibliche Lippen. Komm, lass uns mal jetzt vorbereiten. Komm. Ja, komm. Du bist Iraner? Ich bin Iraner. Oh, Shiptori. Gib mich Allergien? Semi-Allergie. Ja, aber du musst wirklich jetzt sagen. Ja, es ist auch wirklich. Ich habe Allergie gegen dich. Und je nachdem, was für eine Hyaluronsäure eingesetzt wird, dann kann es sein, dass es sein. Nach 6 Monaten oder nach einem Jahr oder bei manchen sozusagen Produkten nach 2 Jahren sich auflöst. Wenn man die Unterspritzung gemacht hat, kommt es zu einer Schwellung der Lippe. Die Lippe ist sehr sensibel, ja. Sehr gut durchblutet. Ja, allein reicht es, wenn man an der Lippe so etwas reibt oder Druck ausübt, es schwillt an. Also das heißt, es geht erstmal, in den nächsten Tagen wird es immer größer, genau. Aber dann geht das weg. Dann geht das zurück.
Nach einer Lippenaufspritzung besteht die Möglichkeit, dass es zu Asymmetrien kommt. Das heißt, die eine Seite ist etwas voluminöser als die andere Seite. In solchen Fällen dann Rückensprache halten, muss man das dann korrigieren. So. Was können wir denn sonst? Guck weiter weg. Guck weiter weg. Das ist Security, ne? So, dritte Sache ist wieder ein Gefäßverschluss mit der Gefahr von Erblindung. Bitte was? Erblindung. Und zwar, das Risiko ist sehr... Bruder, wo hast du mich hier reingebracht, oder? Da bin ich schon mit aber noch im Jahr. Auf der Welt gibt es bis jetzt beschrieben so ca. 600 Fälle von Erblindungen durch Fehlerinjektionen. Wenn man das im Verhältnis setzt zu hunderttausende Mal am Tag auf der Welt, dass das gemacht wird, ist die Zahl gering. Aber natürlich ist das schwerwiegend. Bevor ich blind werde, Gott behüte, nehme ich auseinander. Weil bevor ich blind werde, ich schlag dich doch dabei. Bevor ich blind werde. Love. Love habe ich dir gesagt. Love. Geh mir auf den Weg. Wir machen das. Chill. Das muss ja von jeder Perspektive hier gezeigt werden, hier natürlich. Auch diese Perspektive, wo ich dann schreibe. Oh mein Gott. Ey, Sammy, hör zu, genau jetzt wird. Oh mein Gott. Genau jetzt spiele ich dir Audio einmal ab, ne? Und du musst dir die Wörter merken. Merk dir das bitte bis zum Schluss, ne? Okay, 3, 2, 1. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich, Sammy. Komm. Komm, Sammy. Ich glaube, meine Mutter. Ich bin ein Teampartner noch, ne? Sammy, ich schwöre, das ist wichtig. Wenn du die Wörter nicht merkst, ne? Du machst. Oh mein Gott. Du machst das gut. Du machst das sehr gut, Junge. Du bist alleine. Ja. Ja. Ich war alleine. Ich schwöre noch. Ich halte immer noch nicht. Oh, du hast so schöne Szene, Sammy. Ich glaub an dich. Oh, du hast so schöne Szene, Sammy. Jawohl. Jawohl, Sammy, komm. Ja. Ey, bitte, du hast die Wörter dir gemerkt, ne? Sammy. Apfel. Bolognese. Zahnpasta. Känguru. Spaghetti. War es das? Was das? Ja. Ey, ich hoffe einfach, dass die Reihenfolge richtig ist, ne? Und ich hoffe einfach, dass du mehr als Jordan hast, ja? Halt doch einfach nur deine gottverdammte Klappe. Halt du doch deine Klappe. Ich hab's verlieren! Wegen dir verliere ich! Ich hab gesagt, konzentrier dich. Sam, ich hab dir gesagt, konzentrier dich. Wenn du, ich geb dir noch einmal die Chance. Sag die Wörter noch einmal, bitte. Apfel, Bolognese, Känguru, Zahnpasta, Apfel, Bolognese. Spaghetti, Zahnpasta. Ja? Ja, man muss einfach hoffen, dass Jordan weniger als ich hat. Ich sag dir, ne, das war alles umsonst, ne? Das war alles umsonst, wenn du dich nicht richtig konzentriert hast. Sammy, ich meine das ernst, ne? Hör mir zu. Alles umsonst. Ich glaube, sobald die Kamera gleich aus ist, muss ich hier rausrennen. Rausrennen? Ja. Flieg am besten weg. Ich würde das niemals machen. Deswegen habe ich auch dich angerufen, Sammy. Du musst ihn wirklich abholen, ne? So, jetzt hier. Ja, rück den Spiegel in die Hand. Das schwillt alles noch ab, 30-40%. Ey, komm, ich muss eigentlich zu dir kommen. Ein Applaus für dich. Wir sind Freunde. Guck mal, ey, für diesen Respekt, ne?
Ihr müsst auf jeden Fall ein Like geben. Checkt auf jeden Fall Hohmann Design ab in Essen. Auf jeden Fall, du läufst noch auf jeden Fall hier. Wir haben es auf jeden Fall echt gut hinbekommen. Aber die Hauptsache an dem Video ist ja eigentlich, dass er halt die Wörter in der richtigen Reihenfolge sagen muss. Ey, ich hoffe nur für dich, dass du es in der richtigen Reihenfolge gemacht hast. Ich hab andere Probleme. Du hast eine Unterlippe. Du hast eine Unterlippe. Plus, jetzt seht ihr die Auflösung. Apfel. Apfel. Bolognese. Bolognese. Känguru. Känguru. Spaghetti. Lachs. Finale. YouTube. Hundeflüsterer. Hundeflüsterer. Meine Damen und Herren, wir kommen ins Finale. Obwohl es sehr, sehr knapp war, haben wir trotzdem einen Gewinner festgelegt. Es gab sehr viel Schweiß, Power, Tränen, Ekel, Schärfe und vieles mehr. An der Stelle bedanken wir uns bei euch beiden, dass ihr überhaupt mitgemacht habt. Das war die größte Scheiße, die ich jemals gemacht habe. Ja. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ein Gewinner steht fest. Ihr beide wisst nicht wer, aber dafür... Come on, come on, come on! Hier drin steht, wer der Gewinner ist von der G-Klasse. Wer wird ab heute in einer schönen G-Klasse rumfahren? Ja, man bringt es einfach zum Das entscheidet sich du genau das, jetzt. Das ist nicht so spannend. Mach das hinter uns und fertig. Wer jetzt verliert, das heißt, die ganzen Spiele waren so umsonst. Ne? Und der Gewinner ist... Jordan Almani! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich fahre einfach eine G-Klasse und der fährt weiter Bahn. Wie geil, Alter! G-Klasse, das Wie ist. Wie geil, Alter! Das ist eine. Ey, du kleiner Semmelflicker, Junge! Wir bitten dich auch einmal kurz nochmal rein. Ja! Ich ey, Freunde, was. Mal, ganz kurz. Ein riesen Respekt auch an Sammy. Bitte sei mal leise, Alter. Ein riesen Respekt, ey. Aber ey, sportlich, sportlich. Diese ganze okay, komm, sportlich, Alter. Sportlich. Ich bin zu schön für dich, weil ich fahre eine G-Klasse. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr überhaupt uns alle so unterhalten habt, so geile Spiele gemeistert habt und Challenges. Dir herzlichen Glückwunsch auch zu der G-Klasse, du hast das ganze Ding gewonnen. Aber ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang dachte ich, dass du die gewinnen wirst. Du hast sehr viele Spiele gemacht. Jeder Anfang täuscht. Ich war mir so sicher, ich war so gut da drin. Genau das letzte Spiel habe ich reingeschissen. Ja. Genau, niemals jemanden unterschätzen, weil es gibt immer einen Gewinner und das kann der sein, der unterschätzt wird. Hast du noch ein letztes Wort? Ich hasse euch. Ich schwöre, ich hasse euch. Danke. Neid. Das ist Neid. Weil das ich fahre eine G-Klasse durch. Das hat nichts mit Neid zu tun. Diese ganze Scheiße einfach für Nüsse. Schwöre, nein, nicht für Nüsse. Für Nüsse. Alles umsonst, Alter, ja? Vielleicht holt dich John mit der G-Klasse ab. John, dein letztes Wort? Ich guck gerade. Ah, die hat Automatik, ne? Nein, aber kein Gang. Du chillst einfach so. Chill. Hältst deine Red Bull-Dose fest. Red Bull-Dose. Fahr. So, können wir mal zur G-Klasse eben fahren? Ich will die auch mal haben, ne? Okay, warte, ich steig dann auch ein. Okay. Ab zur G-Klasse. Jetzt soll ich mich noch neben dir hinstellen, damit du mir wieder irgendwas in die Fresse drücken kannst. Komm, sag. Meine lieben Freunde, ja. Wir haben den Verlierer der ganzen Show. Ja. Hast du noch abschließende Worte? Oh, bitte sei einfach leise. Was soll ich jetzt dazu für eine abschließende Worte haben? Ja, irgendein Fazit. Wie war es für dich? Hat es Spaß gemacht? Mein Fazit? Scheiße. Du fuckst mich auch ab? Von Anfang an, seitdem es dieses Format überhaupt existiert, fuckst du mich ab. Alle hinter der Kamera fuck mich ab. Die Ideen, die für alles fuck mich ab. Und das ist nicht mal, ich hab ja nicht mal was davon. Weißt du, was ich meine? Aber das ich hab ja nicht mal was davon. Es wäre ja cool, wenn es wenigstens, okay, der eine bekommt das und der Verlierer, okay, war vielleicht scheiße für dich, aber trotzdem hast du hier was für dich, weißt du? Ja, ich guck mal, vielleicht hol ich dir gleich einen Döner plus einen. Bitte halt deinen Schnauze, Mann, nerv mich nicht, ja. So und wir jetzt den Gewinner rein. Halt deinen Maul, Mann. Meine Damen und Herren, der Gewinner der ganzen Show bitten wir jetzt rein. Jordan Almani! We are the champion. Sammy, you are the loser. We are the champion. We are the champion. No Platz für Loser. Heute Abend, ich hol dich ab, G-Klasse. Wir fahren. Willst du nur was zum Essen? Ja, ja, Bruder, kein Problem, was du willst. Ich fahre eine G-Klasse. Steak, was du willst. Und wer tankt die G-Klasse? Sammy.
Das hätten wir mal machen müssen. Der Verlierer muss das jedes Mal tanken. Das wäre geil gewesen, ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber was sind deine abschließenden Worte? Wie war die ganze Show für dich? Natürlich muss ich sagen, vom Herzen, es war hart. Wir haben jedes Mal versucht, euch zu unterhalten. Ich hoffe, es hat irgendwo gelungen. Danke es auch, ist dass, irgendwo gelungen. Ja, danke, dass du auch dabei warst. Du hast zwar unnormal genervt bei den ganzen Intros. Ich weiß, was deine Mission hier war. Aber am Ende des Tages fahre ich die G-Klasse. Und das ist ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich sagen kann, ich bin ein Mann. Papa, ich hoffe, du bist stolz. Ich habe uns die G-Klasse nach Hause gebracht und ich würde sagen, ich feiere euch, ihr seid geile Säue. Ich fahre eine G-Klasse, ich fahre mal kurz, ich zeige, wie ich fahre. Schöne Grüße an den Papa. So, Jordan, in 5 Minuten erreichen wir das Ziel. Das Ziel war von Anfang an die G-Klasse und in 5 Minuten wird sie erreicht. Ich will das Ganze ein bisschen spannend halten, deswegen habe ich hier eine Augenbinde für dich. Setz sie bitte auf, weil wir sind gleich da. Gib mal die Augenbinde her. Hauptsache, ich hab dich schon gesehen, die G-Klasse. Du wirst jetzt auch dabei sein, wie ich die G-Klasse krieg. Boah, dann muss ich die Scheiße aufhaben? Ja, musst du. Es muss spannend bleiben. Ja, ich sehe aber nichts. Ja, das ist ja das Gute daran. Die G-Klasse ist neu in meinem Jahr. Mach mal hier ein bisschen Lärm, Alter! Hey, drück auf die Hupe! Jordan, es sind nur noch 1-2 Sekunden und dann sind wir schon da. Da steht meine sexy G-Klasse, oder was sagst du? Genau. Bleiben wir stehen gerade? Steht genau vor uns. Ey, mich muss einer rausmachen. Ja, meine Hände sind, ich sehe nichts mehr, Bruder, ja. Ich werde dir jetzt helfen, kleinen Moment. Oh mein Gott. Bruder, ich schwör, krieg ich einen Urus oder eine G-Klasse, ja? Warte. Vielleicht beim nächsten Mal ein Urus. Man weiß ja nie. Ey, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht warum, ich weiß, wie die aussieht, aber ich bin aufgeregt, ja. Ja, weil damals wusstest du, wie sie aussieht, jetzt gehört sie dir. Ey, du vielleicht kannst nicht glauben, du glaubst es nicht, ne? Wo ist Sammy? Sammy hat der schon ein Bahnticket gekauft gerade oder wie machen wir das jetzt? Bahnticket? Ey, Sammy! Oh mein Gott, zähl mal runter und dann ziehen wir die Scheiße ab. 5. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin nervös, ne? 4. 3. 2. 1. Jetzt kannst du die Augenbinde einmal abnehmen. Mach du ab! Das frage ich mich schon die ganze Zeit, ne? Ich hab das ja vorher als du gesehen. Was war's? Keine Ahnung. Ich schwöre, seit Anfang der Show macht die irgendwie. Das ist die G-Klasse. Bruder, du denkst, das wäre Spaß? Mein Bruder, der macht seit Anfang an Witze, du musst mal auch ein bisschen schlau im Leben sein. Wo ist die G-Klasse? Vor meinen Augen. Wo ist die G-Klasse? Das ist eine G-Klasse. Ach, der meint das doch nicht ernst. Oder der macht immer Späße. Wo ist die G-Klasse? Vor deinen Augen, auf dem roten Teppich. Ja, aber das ist ja nicht die richtige, Bruder, was ich gewinnen das kann. Das ist doch eine richtige G-Klasse. Du willst mich verarschen, du willst mir sagen, das ist meine G-Klasse, die ich gewonnen habe, wofür ich mich geknallt habe? Das ist eine G-Klasse, ja. Ist das, warte mal, ich frag dich eine Sache. Ist das einer von deinen Witzen oder ist das... Wheel, Wheel. Das ist eine und ich frage dich eine Sache, wenn das Wheel ist, dann sag, ich schwöre. Das ist eine G-Klasse, ich schwöre. Das ist eine G-Klasse, die ich bekomme. Klar, die du bekommst. Das ist die Scheiße, die ich bekomme. Das ist die G-Klasse, die du bekommst, ich schwöre. Ich weiß das nicht erst, niemals. Willst du mich verarschen? Du willst mir sagen, ich krieg so ein Holzstück, so ein Aluminiumstück und dafür habe ich mich im Brennnesseln geschmissen, Schafe gegessen und alles gemacht? Jordan. Oder ich hab mir Piercing in den Rücken gemacht für so ein Kackblechding? Jordan. Ja, du musst gar nichts zu sagen, du hättest sowieso nichts bekommen. Ich glaub immer noch nicht, dass es so ist. Du hättest doch sowieso nichts bekommen. Ja und? Hä? Ja und? Was ist das? Was ist das? Das ist Blech? Das ist Blech? Warum so eine G-Klasse? Ich hätte doch nur eine richtige bekommen. Das ist doch eine richtige. Ja, aber was ist das? Das ist 20 Zentimeter. Aber eine G-Klasse. Es war nie die Rede davon, dass es eine G-Klasse wird, mit die du tanken kannst oder sonst was. Besser für dich, besser für die Umwelt. Eine G-Klasse, die elektronisch läuft. Also du schwörst, dass ich so ein Aluminiumstück gerade bekomme. Eine echte G-Klasse. Und dafür habe ich mich 12 Spiele geknallt für so ein Ding. Eine echte G-Klasse besteht auch aus Aluminium. Also das ist doch eine echte, oder siehst du, dass das... Oder ich weiß gerade nicht, ehrlich, wie ich reagieren soll. Ich weiß nicht, ob ihr das ernst meint, Freunde. Sag mal ehrlich. Ich werde das selber gerade nicht. Wenn du das gerade ernst meinst... Ich kann das nicht glauben, dass das ernst ist, Mann. Was ist das? Was ist das für ein Chronister? Hör doch, Mann, das ist Blech. Ich hab mich gefreut, ich hab gekämpft mit meinem Leben, mit meinem Gehirn, mit meinem Alles. Und ihr verarscht mich? Verpiss dich! Wenn das real ist, verpiss dich! Alles, jetzt wirklich auf Ernst. Verpiss dich! In 5 Minuten komme ich wieder, wenn das dann immer noch die Wahrheit ist. Ich schwöre, ich hau und mach nie wieder was. Nie wieder, okay?
Meine lieben Freunde, auch Sammy, das ist die Wahrheit. Das ist die G-Klasse, die Jordan gewonnen hat. Auf Ernst? Diese ganzen scheiß 12 Spieler hast du uns in den Arsch geknallt, damit wir diese Scheiße hier kriegen? Ne, du nicht. Aber was, wenn ich gewonnen hätte, hätte ich doch genau dieselbe Scheiße bekommen, oder nicht? Ja, dann hättest du sie auch gewonnen. Was für ein Drückigen, Alter. Sammy. Scheiß mal darauf, dass das Jordan ist, ne? Dass ich nicht gewonnen habe, ne? Aber das ist schon echt ehrenlos. Och, ich rede gerade als Verlierer und dass ich nichts habe und nichts gewonnen habe, ne? Aber das ist richtig ehrenlos. Aber das ist eine G-Klasse. Wenn du wirklich ernst meint, ne? Und das ist, wofür diese 12 Spiele waren. Ich schwöre, dann, wenn keiner helfen kann, ich schwöre, dann geht mal zum Psychiater oder so, ja? Meine lieben Freunde, das ist die G-Klasse, die Jordan gewonnen hat. Was willst du noch von mir, ja? Ich frag dich nochmal, lach nicht, ich find's nicht witzig. Ich frag dich nochmal, ist es die Wahrheit oder nicht? Ich frage dich ein letztes Mal. Jordan, darf ich antworten? Darf ich antworten? Ja, bitte. Das war nur Spaß. Ich schwör? Das war nur Spaß. Ich hab's das ist die G-Klasse. Du kleiner Hund. Was? Das ist die G-Klasse. Bruder, ich kann dir nicht mehr glauben, jetzt sag doch mal, was das ist. Das ist die G-Klasse. Ich hab schon alles versucht, der meinte ganz Zeit schon, dass es echt ist. Schwör auf alles, das ist diese G-Klasse, die ich, Jordan Almani, bekomme für alle 12 Spiele. Und ich schwöre, das ist diese Piss-G-Klasse. Denkst du ernsthaft, dass du so eine G-Klasse gewinnen wirst? Also war alles, was ich gemacht habe, ich frag dich, ich muss einmal realisieren, alles, was ich gemacht habe, war gerade für den Arsch, für so eine G-Klasse. Es wird keine andere geben, Jordan. Ich frag dich wirklich nur eine Sache, ich kann dir gerade nicht glauben. Schwöre auf alles, dass ich 12 Spiele gespielt habe für diese G-Klasse und nicht für eine richtige G-Klasse. Bevor ich schwöre, darf ich kurz was sagen? Ja. Unser Budget hat nicht für die richtige gereicht. Hättest du mir auch vorher sagen können, hätte okay. Ich mir nicht Brennnesseln in den Rücken hauen lassen und Piercings. Unser Budget hat nicht für die richtige gereicht, wir haben versucht, aber sehr vieles für die Dreharbeiten und weggekommen. Woher habt ihr diese G-Klasse im Intro? Ja, das war ja eigentlich geplant. Es war ja eigentlich geplant, dass wir die holen. Aber ihr müsstet ja mit euren Videos so extreme Videos drehen. So. Und Bungee-Jumping und dies und das und tralala. Ja, ja, das sind das unsere Videos schuld. Unsere Videos, die ihr beschissene Leute gemacht habt, sind schuld, dass ich so ein Pissdingen fahre. So ein Pissdingen. Weißt du, was das ist für mich? Das bricht mein Herz. Aber dafür... Mein Herz, halt deine Fresse und lach nicht, okay? Sei einfach mal leise und lach nicht. Aber dafür haben die Zuschauer da draußen ein sehr schönes Format. Oh, ja, das ist mir ja auch richtig wichtig, ne? Ihr hattet schöne Videos, ich fahre jetzt so ein Pissding und fahre meinen Opel Astra weiter und du kannst lachen, ne? Du kannst lachen, ja. So. Jetzt langsam gefällst du mir. Also, ich muss ehrlich sagen, was haben wir ganz am Anfang gesagt? Ganz kurz, ganz kurz. Was? Ganz am Anfang. Ja, was haben wir gesagt? Niemals einen anderen unterschätzen. Und du hast so große Töne gespuckt und gesagt, du kannst mit der Bahn fahren, Sammy. Hast du schon ein Ticket gekauft, Sammy? Und alles Mögliche. Du hast dir damit selber ins Bein geschossen. Guck mal, ich geb dir noch einmal die Chance, Kameramann. Verpiss dich. Meine lieben Freunde, ein sehr, sehr schönes Format gewesen. Ein sehr, sehr schönes Projekt gewesen. Danke, dass ihr alle Folgen mitbefolgt habt. Das ist wirklich die G-Klasse, die Jordan gewonnen hat. Sammy kann sich jetzt freuen, da die Worte von Jordan nicht wahr geworden sind. Aber danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr das Format unterstützt habt. Und ich würde sagen, ein Blick nochmal zu Jordan und dann sehen wir uns. Verpiss dich mit der Kamera, ich hau dir so einen in die Schnauze, ne? Hau! Ich mein's doch gerade ernst mit dir. Ich sag dir, hau! Lass mich! Verpiss dich einfach mit dieser Kamera! Verpiss dich! Lass mich, ich brauche meine 5 Minuten Zeit. Alles umsonst für die Scheiße! 12 Spiele, Freunde, ihr wisst nicht, was das war. Ich hatte Piercing im Rücken. Ich hatte Brennnesseln. Ich habe die schärfste Scheiße der Welt gegessen. Ich habe alles gemacht, weil ich mich gefreut habe und gesagt habe, ey, ich fahre nach 3 Jahren mal ein vernünftiges Auto. Und das ist der Dank dafür, seht ihr. Glaubt diesen Internet nicht? Bruder, ich sag dir, wenn du nicht gleich gehst, es endet nicht gut für dich. Bis euch hier fliegen, Alter. Tschüss. Ganz kurz. Jordan, die G-Klasse liebt dich. Du siehst doch, die will die ganze Zeit, dass du die fährst. Worauf wartest du? Okay, es reicht jetzt auch. Ja, es reicht jetzt wirklich. Steig ein und fahr. Und
so on dit die Geschichte von une serren Freundin, Semi und Jordan, aber wie sagt man in Frankreich? Alles atteignant aber eine croissante à zweien.